Dann bitte, ich will anfangen. Ich brauche ganz dringend. Ja, ich tue jetzt den Weg direkt. Oh, warte mal, nee, da ist ja noch deine Farm. Das ist das nämlich, da muss ich jetzt aufpassen. Also hier gehst du nicht mehr weiter nach da, ne? So. Es ist 21 Uhr keine Rhyme von Tradestraße. Hier der Eingang ist. Aber nur wenn hier ich irgendwie der Eingang bin. Okay. Das, weißt du, was ich meine? So, boom, das ist Eingang. Ja, ein weiter vor so. Oder dass du hörst. Hörst du mich? Denk dran, du hast übelste Petzen bei dir, die kommen sofort rüber, ja, überall. Ich weiß, aber wenn ich ja leise reinflüster. Dreiviertel Stunde, einmal kurz durch rein, bitte, ich bitte dich, bitte. Ich hab echt nicht viel gereimt. Heute war echt chillig. Heute war ein Cello. Oh, warte mal. Okay, dann. Okay, Cello. Ich akzeptiere das, wenn ich jetzt noch einen letzten bis 21 Uhr raushauen darf. Okay. Heute war Cello. Oh, guck mal, Gita, was wir gefunden haben. Ein neuer Track. Krass. Vom Macher zum Billo. So scheiße, Alter. Oh, aua. Oh, mein Gehirn. Tut richtig weh gerade. Dreiviertel Stunde ohne Auskommen. Ein rein direkt Straße der Strafe mit Sauerkraut. So, also jetzt siehst du, Romatra, wo es hier lang geht, ne? Bei mir rutscht das einfach mal raus, weil ich Psychosen hab. Du hast keine reinen Psychosen. Ist doch schlimm, ist doch egal, ist doch super dann. Das ist so, als würdest du dann sagen, So passt dann G? Guck mal. Ich will jetzt keinen krassen Vergleich bringen. Ja, so ist perfekt. Okay. Der Stroh möchte keinen krassen Vergleich bringen, das wäre zu heftig, sagt er. Und jetzt kriegt er keinen Vergleich. Guck, das sieht jetzt schon mit dem Weg, obwohl das noch nicht mal bebaut ist, alles ja, geil aus. Sieht schon viel besser aus, G. Oh, du hast in deiner Farm eine Zweiermitte gelassen. In meiner Farm, meinst du? Ja, genau. Am besten immer, wenn ihr irgendwas mit Eingang macht, ein Einser oder ein Dreier-Eingang. Ja, ich hab gedacht, ich mach einen Zweier-Eingang. Ist auch nicht richtig geil. Zweier ist nicht so geil. Immer Einser oder Dreier, da kann man viel besser mit bauen. Okay, Roger. Aber kannst du sonst hier einfach vier dick machen oder sieht das dann scheiße aus? Ja, das siehst du jetzt sofort. Siehst du, das sieht immer jetzt unbefriedigend sieht aus, jetzt ne? Sieht schon geil aus. Jetzt geh mal durch bis hier, weißt du, was ich meine? Bis hier. Weil die Basis von uns. Ja, das ist auch nicht so geil. Ja, es ist aber nicht so scheiße, oder? Doch, es ist schon sehr scheiße. Ja, aber was ist beschissener, wenn das einfach von einem Dreier-Ding in ein Zwei-Ding geht oder wenn es so um die Ecke halt einfach vier ist? Was sagst du? Sieht schon geil aus. Also ich sag mal so, wenn es nach mir ginge, würde ich sogar sagen, zur Not, dass wir nochmal die Farm so ein bisschen anpassen. Oh, G-Time. Aber okay, ich muss jetzt erstmal aufs Klo und dann überlegen wir, okay? Du machst jetzt erstmal in Ruhe deinen Tower und ich sag, wenn wir... Digga, du gehst fünfmal aufs Klo, wenn ich einmal aufs Klo gehe. Okay, tschüss. Bis ich will's aufs Klo. Dann überleben wir gleich nochmal. Wir machen das nachher Sack. Schön zusammen, Romata. Dein Sack, wo wenig Urin gespeichert wird. Ja, ja, in deinem Sack wird auch wenig Urin gespeichert. Voll die Mini-Hut, da passt gar kein Urin rein. Platz gleich, Junge, vor der Urin ist der. Holy shit, Alter. Baut der jetzt auch noch eine Kaktusfarm? Heilig, du brauchst auch noch eine. Nee. Oh, das tat weh. Mein Chat ist schon stinksauer wegen euren Kaktusfarmen. Ja, wofür so viel? Ja, das sagt mein Chat auch. Die sagen auch, das ist viel zu übertrieben. Ja. Wir verlieren alles voll außer Augen. Das Wichtigste geht wieder verloren. Na, was ist das Wichtigste? Konzentration. Was ist das Wichtigste? Glow, Proglites, Squids. Haben die doch schon. Alles falsch. So, dann braucht die... Hast du überhaupt schon Netherite? Ich? Max, ja. Nee, ja, dann geh mal runter in Nether und farm mal ein bisschen. Ja, da bist du an der falschen Stelle, Junge. Ja. Ich mach auch kein Netherite. Wer holt dir den Netherite? Da beißt du auf Granit. Boah, ja, auf Netherite. So auf der Zunge, ich hab so krasse Sachen auf der Zunge, aber ich kann's nicht droppen. Ja, ist doch geil. Wie gesagt, ohne Sauerkrautschott. Digga, das gibt's nicht. Ich dreh es gerne. Aber nicht, dass ich garantiert einen Sauerkrautschot kriege. Digga, nein, nicht garantiert. Aber du redest Rat der Bestrafung, aber auf dem Rat der Bestrafung ist auch Sauerkraut drauf. Achso, ich dachte, dass ich noch einen dazu trinken muss. Oh Mann, du bist so doof. Ja, dann rede doch besser, du Schwanz. Du sagst immer Rat der Bestrafung ohne Sauerkraut. Ich muss Rat der Bestrafung mit Sauerkraut. Ich muss mein Gehirn echt so krass zurückhalten, dass ich zum Beispiel jetzt... Also das ist so ein Beispiel, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht Hans gesagt hätte. Ich muss wieder echt krass zusammenreißen. Fuck, Alter. Hans hat einen Decken. Ja, genau sowas halt. Boah, da könnte mich man nicht auch richtig baiten gerade, ne? Ihr habt aber alle, dass ihr die rein dürft, ne? Ja, aber ich. Wenn man Vorlagen gibt. Nee, aber was ist, wenn G-Time jetzt auf einmal rhymt? Boah, das wäre geil. Der müsste auch. Der müsste auch. Aber ja, Regeln sind Regeln.
einmal kriegt er einen Epilierer über den Hinterkopf gezogen. Das wäre ein Rudi-Rüssel. Schon wieder grenzwertig. Hä, warum? Das war kein Reim. Ja, weil das scheiße war, ja, aber war ja, aber scheiße. Trotzdem scheiße, der Strom. Ja. Lass mich doch scheiße sein, das ist mein Content. Ich glaube, er hat mich angesteckt mit irgendwas. Hier. Ich nehme Antibiotikum so scheiße. Ich nehme das nur einmal am Tag und dann lasse ich es mir wieder Tag aus. Scheiße. Das ist richtig falsch. Das ist übertrieben falsch. Das ist echt schwer. Ne. Alle 8 Stunden Antibiotikum nehmen. Ich pack's nicht. Ich nehme das alle 22 Stunden irgendwie so richtig dumm. Und nächste Woche wieder. Mein Husten geht nicht weg. Mein Arzt hat gesagt. Ja, ja. Und dann spiele ich einfach trotzdem. Ja. Letztes Mal habe ich auch gespielt und der Arzt meinte, ich soll nicht spielen, aber das Tor war zu gut. Hm. Also mein Team braucht mich, das Ding musste in den Winkel knallen. Das Geile ist, dass ich Dings spielen muss, wegen meiner Lunge. Ich muss sie zurückholen. Ich sag, du hast immer noch mehr Lungenvolumen als jeder Raucher. Das schon, wahrscheinlich schon. Ja. Aber trotzdem ist sie gemindert. Ja, das stimmt. Meine Lunge, ich habe nur noch 87% Lungenleistung durch Corona. Aber hole ich alles zurück mit Sport und Laufen gehen. Time? Ja. Ich baue gerade so lange hier den Glaskanister, bis ich die Farm-Villager mir holen kann. Mhm. Bin auch schon alles, so gut es geht, am Vorbereiten. Es muss ich gerade jetzt noch ein paar Anpassungen vornehmen. Leider ist das nicht symmetrisch gewesen. Schlafen? Ich kann gerade nicht, ich bin auf dem Weg nach oben. Liege. Einer noch. Ist. Nur noch einer. Geil. Guck mal, wie schnell das jetzt mittlerweile geht, weil andere Leute schon mitmachen, ne? Weil die sehen, wir legen uns immer hin. Ja. Zu sagen, du hast dein Imperium erschaffen. Max, musst du eigentlich mal wieder drehen? Ja, einmal. Passt noch ein zweites Mal bald. Okay. Also indirekt sagt ihr, ihr seid reich. Cool. Also, nein, ich frage nur, wann wir das machen, weil mich das triggert, dass was offen ist. Wir müssen ja eh noch warten, bis das von G-Time fertig ist. Also wir haben jetzt die... Netherite! Axolotl Farm, dann brauche ich meine Efficiency höher. Schon wieder leer alles. Erinnert mich daran, dass ich das nachher aufheben muss, ansonsten ist die Farm kaputt. Also es ist kaputt, aber sie ist nicht so effizient, weil der Block unten das verstopft. Right, noch mehr, Alter. Direkt wieder 3. Geil. Ich muss nur noch gleich nach Hause finden. Die neuen Minecraft-Tracks sind ziemlich cool, muss ich sagen. Oder? Welche? Also, das sind neue Minecraft-Lieder. Bei der Höhe. Höhe bin ich gerade auf 263. Bis welche Höhe geht's? G-Time. Hm? Bis welche Höhe kann man bauen? 320. Hm. Irgendwie so um den Dreh. No way, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja Frust. Mhm. War leider gefallen, Mechanics saßen nicht. Ja, das ist ja so scheiße, Alter. Scheiße.
Das ist schon demütig, jetzt nochmal die Leiter hochzuklettern. So, wir haben die Weizen. Den Weizenturm muss weiter, Kaktusturm muss weiter. Wir müssen bei der Skalk Farm stehen. Rumatra, das machst du heute mal. Du stehst ja. Skalk. Was für einem, mit was stehen wir an dem Skalk-Ding? Wie? Mit einer, ich würde sagen, mit einer Silk Touch-Picke. Mit einer richtigen Picke, nicht mit einer Hoe, weißt du? Okay. Was machst du dagegen, dass du keinen Schaden bekommst auf den. Kakteen? Nichts, du musst einfach schnell einmal hochspringen. Also du musst ja nur einmal machen. Du musst ja nur einmal machen, verstehst du? Ja. Aber springt von Kaktus. Ja, ich nein, er springt nicht von Kaktus. Du machst zwei Kakteen und einen Matt drauf, hab ich dir auch gezeigt. Der springt von Kaktus zu Kaktus, ich sehe es gerade. Ach du Scheiße. Der kriegt immer noch Schaden. Sind die zwei hoch, Rumatra? Ja. Okay, dann ist gut. Und dann läuft die schon, die Farm? Eine Schicht macht ein Kaktus. Das ist ja so derbe befriedigend, ne? Muss dann unten noch ein anderes System bauen für die Öfen, weil einer wird nicht mehr. Rund um die Uhr, wenn du hier bist, löppt der Aal, weißt du? Ja. Check ich. Boah. Müssen wir noch einen Ender-Chest bauen? Haben wir irgendwo eigentlich Dings schon gefarmt? War das jemand gefarmt? Blaze Rods? Das brauchen wir noch, ne? Kann jemand eine Blaze Rod Farm machen von uns? Hat jemand nichts zu tun? Ich würde sagen, Chef Strubel macht die halblebig und hört dann auf der Hälfte des Weges auf. Und dann deswegen baut G-Time und Rumatra sie nicht, weil jemand schon sie angefangen hat, aber dann ist da so ein halbes, nicht funktionierendes Konstrukt und keiner hat Bock, da weiterzufahren. Meine Spinnfarm ist einfach versaut worden. Ich finde, Spinnspawner und Chef Strubel hat ihn zugeschissen, dass da nie wieder einer rangehen können. Du kannst, wenn du willst. Du musst einfach nur den Raum, den kannst du doch locker umbauen. Der Raum ist doch... Yeah. Da ist nichts kaputt, du kannst einfach in den Raum gehen. Also wir haben einen Place-Spawner geclaimed, da steht claimed by G-Time und da darfst du nicht ran, okay? Werde ich benutzen. Den wirst du nicht benutzen, sonst scheiße ich dir ins Maul, wenn du schläfst. Geil. Oh, geil. Geil. Ich will zugucken. Wir übertragen das, wie wir schlafen. Hört mal auf. Also wenn Rumatra Chef Strubel auf meinen Channel Chef Strubel ins Maul scheißt, Digga, dann hole ich euch aber beiden eine rein. Das wäre aber trotzdem legendär. Stell dir vor, Chef Strubel wacht nachts auf, hat scheiße Maul und kriegt erstmal von mir ein Ding gezogen. Ich find's geil, dass er zusätzlich noch ein Ding gezogen bekommt. Das wäre lustig. Wieso findest du das eigentlich nicht witzig, Sebo? Wieso findest du... Sebo schläft im fucking Stehen, der Psycho. Das ist so krank. Wieso findest du Fäkalhumor nicht witzig? Das raff ich nicht. Ich hab doch gelacht. Nee, verstehe ich nicht, Sebo. Ich habe gelacht. Ich war höchst amüsiert. Wie der Kaktus-Turm, das ist so geil. Das ist scheiße. Meiner wird nicht annähernd so hoch, keine Sorge. Ich brauche nur so viel, dass zwei Öfen laufen und das sind umgerechnet circa 200 gemacht. Keine richtige Farm. Bro, ich sag, dein automatischer Ofen wird nach Tag 3 der LAN nicht mehr laufen. Ist mein Call. Mein automatischer Ofen. Du wirst dahin und du wirst irgendwie die Lava nachfüllen oder du wirst irgendwie irgendwas verkacken. Hast Bock mehr drauf. Ach, dann denkst du, wenn ich jetzt in Nether gehe und da irgendwie mit den Spawnern da. Warte, kann mich erst fronten, wenn er genauso eine komplexe Farm wie ich gebaut hat. Danach kann ich fronten. Also einmal die Baum fahren, die vollautomatisch nachbauen. Du hast einfach Lego nachgebaut vom Tutorial. Mach's? Ich bin fair gewesen. Ich bin gespannt, ob du es hinbekommst. Scheiße. Ich hab alles damals selber gefarmt für die Farm. Oh. Es stimmt, selber wenn sie funktioniert hätte, wäre sie krass, aber sie hat nur 48. Sie hat nur 48 Stunden. Nein, sie hat immer funktioniert, wenn du im Chunk warst. Du musstest sie nur ausmachen, wenn das Ferry explodiert. Und das alles, was du von der Baumform hattest, hast du von anderen Leuten geschnurrt. Nein, aber. Doch, das kann nicht so, weil ich werde, wenn wir jetzt ins VOD gehen, finden wir sofort, wo du Gita. Hallo, wo ist die Harmonie hin? Hallo! Eieieiei. Ich hab nämlich damals alles. Das hat mich schon so genervt, dass es so lange gedauert hat, weil du brauchst, glaube ich, 16 Netherite schon alleine dafür. Wieder laut. Und das braucht richtig lang. Und ich hab noch eine krasse Raid-Farm damals gebaut. Boah. Mist, wir brauchen zwei Sachen. Fokus, ja, ich hab den Fokus verloren, weil ich schon wieder so viel Scheiße habe. G-Time? Bitte? Wir brauchen sowohl die Farmer, also ohne dich zu stressen, nur dass du es weißt, wir brauchen dich sowohl für die Farmer, dass es da weitergeht, als auch das neue Loch, wo der, oder wie groß die Beine des Warden sind. Mhm. Dass du uns das nochmal ausrechnest, weil dann können wir ja schon anfangen zu schaufeln. Du warst aber erst mit dem Beacon. Kann man Beacon schon haben? Nee, ne? Doch, kann man. Doch, kannst schon. Du musst Wither im Dings töten. Drei Köpfe brauchst du. Auf was muss man die drauf machen? Soul Sand.
Auf Soul Sand, okay. Haben wir das noch nicht? Ja, weil du die Wither die ganze Zeit farmen musst. Oh, dafür musst du in Nether. Und du musst halt, du brauchst halt ein Schwert mit Loot 3. Du brauchst halt ein Schwert mit Scheiße, ne? Ja. Das ist das, du musst mit dem Arsch stecken, strubbeln und dann wieder rausziehen und dann kannst du damit das farmen. Nicht schlecht, weil, hä? Das ist ja richtig bad wie Max. Ich hab Max einfach schon überholt mit seiner Farm. Ich hab eine völlig kranke Glow-Ink-Stack-Farm gemacht. Ja. Okay. Du kannst gar nicht, du raffst gar nicht, dass du diese ganzen Kakteen gar nicht verwerten kannst, Schiffstrobe, es geht nicht. Ich werde dich verwerten können, ich werde daraus irgendwas machen. Wenn ich einen riesengroßen Scheißhaufen hier in grün vor deine Tür setzen muss. Braucht man noch mal eine Bone-Meal-Farm? Bone-Meal, um Sachen wachsen zu lassen, oder Knochenmehl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machst du mit dem Knochenmehl? Was ist eine geile Farm für das Knochenmehl? Warte, habe ich wegen dir einen Dings verloren und jetzt muss ich da runter und den eigentlich nochmal... Du kannst mit Knochenmehl eine Holzfarm bauen und du kannst mit Knochenmehl... Ja, ich glaube, Holzfarm ist so das Beste. Das Beste ist, umso mehr ihr eure Kaktusfarm da feiert, desto höher ist einfach meine Chance, dass ich einfach zu dem Villager gehe, Emeralds trade und dann brauche ich solche Farmen gar nicht. Nee, Emeralds trade geht dir auf die Nerven, ich schwöre es dir. Doch. Emeralds trade, das verstehe ich nicht. Das gibt so viel XP. Ja, aber das geht dir auf die Nerven, weil dein ganzes Inventar die ganze Zeit voll mit Scheiße ist. Doch. Nein, das ist so Eisen, hä? Das ist schon komplett recht. Und dann hast du die ganze Zeit, du weißt nicht, wo du den Scheiß verstauen sollst. Nein, und während ich dann bei dem Villager bin und die Emeralds bekomme, nehme ich mir einfach Karotten mit, so. Hä? Wie hast du es ausgesprochen? Hey, Emeralds Traden ist geil, aber es Karotten. Ist nicht die XP-Farm. Kaktusfarm läuft immer. Es ist immer. Also du schläfst und dies läuft. Sobald G-Time... Warte, wie kommst du hoch zu deiner Kaktusfarm? Mit was? Ich habe Leitern draußen. Ah, Leitern sind smart. Oh, ein Glas. Ich möchte Leitern vor mir haben, ein bisschen. Ein paar Leitern? Ein Stack Leitern? Hier liegt. Ich würde ein paar Leitern nehmen, ja. Ein Stack Leitern liegt. Kannst auch einfach Dings nehmen. Ich habe noch 38 Leitern. Naja, ich nehme trotzdem. Kannst auch hier Scaffoldings nehmen, um hochzukommen. Ist doch viel einfacher. Über die Cringe Holdings. Cringe Holdings, Alter. Was ist das denn für ein Scheißwort? Wo ist Cringe Holdings? Noch ein. Mehr brauche ich nicht. Erstmal. Und eigentlich sind es 4 Stacks. Also erstens sind es 4 Stacks und zweitens halt dein Maul im Chat. So. Schon wieder zwei. Krass. Ich habe vorhin echt dumm viel Sand geholt. Was bin ich für ein Monster? Oh, so viel brauchen wir, verbrauchen die gar nicht. Nur 14 Eimer. Krass. 29 bereits. Das ist super krass, Sebo. Danke. Wie viel hast du? 29? 29. Anfänger. Sebo, du bist mittlerweile ein extrem guter Minecraft-Spieler geworden. Danke, du auch. Aber. Jetzt kommt's. Das einzige Problem ist, dass du. 46 bist. Die Kaktus-Farm ist 10-fach, 200-fach so schlecht. Wie eure AFK-Farm da mit dem Nether, ne? Ja, hast du gut gesagt. Die ist 200-fach schwächer. 200-fach schwächer. Deine Kaktusfarm. Ja, aber sie läuft immer und nichts kann sie aufhalten. Du brauchst keinen Spieler, sie läuft immer, sie speichert immer. Es ist die konstanteste Farm in diesem Spiel. Und das musst du verstehen, da bist du noch besserer Spieler. Deine Emeralds traden bringen das 100-fache an XP. Schlafen? Ja. Hast du es jetzt verstanden? Ja. Ja, das ist richtig. Deswegen mache ich keine Kaktusfarm. Das ist doch smart. Okay. Schlafen. Aber du musst verstehen, wie stark die konstant ist. Ja, das weiß ich. Okay, geil. Schlafen. Aber ich muss ja auch irgendwas mit meinen Melonen und so jetzt machen, wenn ihr die nicht mehr braucht. Wieso, wir brauchen die total, hä? Hä, ehrlich? Wofür denn noch? Wieso noch? Was willst du? Wofür braucht ihr die denn? Ein Train für Emeralds. Ja. Und die müssen doch immer leer gemacht werden, deswegen verkaufe ich die. Und level dabei nebenbei. Schlafen. Also die Kisten müssen ja konstant leer gemacht werden, sonst läuft das über und dann gibt es Lags. Echt jetzt? Ja. Der Einzige, der liegt, das fuckt mich schon wieder ab. 5 Leute müssen schlafen, wir sind 5 Leute hier auf der LAN-Party. Ich bin der Einzige mit G-Time, der liegt. Oh, Romatra, komm jetzt, wo bin ich denn?
dann explodier halt. Juckt mich nicht, Alter. Dann muss ich mir dein scheiß Geheule nicht mehr anhören. Du heulst doch jetzt gerade. Mann, ich mach einfach weiter, ihr könnt mich alle mal. Jeder, der jetzt liegt, schreibt einfach in den Chat noch schlafe. Ja. Schlaf. Lass nicht Schlaf nehmen. Lass was anderes nehmen. Was ist ein cooles Wort, das man machen kann? Guacamole. Dass alle auch checken, dass wir pennen. Kurzes, knackiges Wort. Powernap. On the right! Schon wieder. Let's go. Einer oder wie viele? Einer. Fuck off, babe. Einfach nap. Sleep. Einfach pennen? Das ist schön assi und dumm. Nap oder pennen? Was nehmen wir? 3,44. Oh, nur einer wieder. Ey, das ist scheiße. Mag ich nicht. Dauert viel länger. Ratzen! Sag an, das ist schneller. Muss ich jetzt mal schreiben? Wir nehmen Nap. Aber mit Ä. Ja, mit Ä ist gut. Nap. Oh. Super, sehr gut, Sebo. Das ist nice, dass du so alt bist. Hey, fuck off. Nein. Hör doch auf. Das erste, was du bei Nap in den Kopf kommt, ist, dass du mit Ä schreibst. Dafür. Das ist krass. Dann merkt man, dass du einfach so mit 36 deinen ersten Englischkurs in der Volkshochschule besucht hast. Merkst schon, in welche Richtung das Image geht, in das du verpasst bekommst, Sebo. Ja, nee. Das Lustige ist, die ganzen Kinder, die da rüberkommen, die werden so direkt so weggebannt, ja. Weil die denken so, wenn Max das sagt, ist das genauso lustig, wenn die jetzt rüberkommen. Ja, das sind die losten Zuschauer. Ja. So, wir sagen, ich Strubbel, wenn wir mal einen Gag machen, dass er irgendwie nur 6 Follower hat oder so auf Twitch, dann ist das ein guter Gag und dann kommen irgendwie so 30 Leute rüber, die machen den gleichen, nur viel schlechter. Ja, genau. Ich kenne Chef Strubbel aber gar nicht persönlich und dann ist er einfach so random Beleidigung im Chat, die auch keiner lustig findet, nichts bringt, kein Mehrwert-Bann weg. Richtig. Die haben ein zu schlechtes Humorverständnis. Ich meine es gar nicht böse, aber der Humor ist zu schlecht. Genau. Die können nicht so viel im Chat beitragen und dann sollte die lieber weniger schreiben. Richtig. Genau. Du hast das gesagt, was ich gerade gefühlt habe. Danke. Ja, easy, bann die weg. Nein! Das gilt wie ein Löwe, Sebo. Alter. Bitte, was für ein Löwe? Das gilt wie ein Löwe, habe ich gesagt. Boah, danke. Digga, was habe ich denn für eine Drecksfarm hier? Was ist denn so hoch, Mann? Ich hab gleich nur Glas, hä? Das Ding ist, der Strohl baut jetzt eine Kaktusfarm. Und dann wird die niemals laufen. Und dann, jetzt kommt das Witzige. Er könnte ja theoretisch einfach unglaublich viele Kisten und zwischenspeichern. Zwischenspeichern, damit es nie verloren geht, ne? Wie geht das? Dass ich einfach immer zwischendrin Öfen baue. Weil nur die Öfen speichern doch das XP, oder? Boah. Ich meine eher Kisten. Du brauchst 20 Doppelkisten und dann erst deinen Ofen. Weißt du? Dass selbst wenn dein Ofen keinen Brennstoff mehr hat, dass die Kakteen nicht verschwendet werden. So. Ja, das. Ja, das kann nachher noch. Ich kann aber einfach einen zweiten Ofen bauen. Oder nicht? Ich könnte auch einen Pixel von deiner Mom machen in Minecraft. Hä? Mach mal! Das wäre witzig. Das krasse ist, dass bei deiner Mom sogar zwei Dings bräuchte. Zwei Flächen für ein Pixel hat. Dejum! Ich fühle mich von dir diskriminiert, Chef Strobel, wenn du übergewichtige Witze machst. Weiß ich jetzt nicht, Strobel, ist das so? Ja, das ist respektlos. Nein, das war nicht respektlos. Doch, das war sehr respektlos. Ich finde es geil, wie wir alle nichts gesagt haben und einfach alle still waren. Das war sehr, sehr cool. Ja. Fand ich sehr kollegial von allen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich Max seine Höhe überbaut habe und ihn auch ein Glas überholt hat, den Loser. Ja, wir haben einen Turm gebaut. Ich habe einen Weizenturm gebaut. Was hast du heute gemacht? Du hast echt nur den Turm gebaut, ne? Dafür ist das echt ass-arsch langsam. Nee, ich habe noch was anderes. Was habe ich denn heute noch gemacht? Wahrscheinlich wieder irgendeine richtig krasse Equipment zusammengefarmt. Zusammen bist du gestorben und warst weg. Ach, stimmt, das Equipment habe ich gefarmt, ne? Und es explodiert. Ja, das Equipment-Farm dauert ja auch ewig lang. Hier, Sebo, erklär erst mal bitte, wie lange es dauert. Ja, ich sitze jetzt seit 1,5 Stunden drin, ne? Dankeschön, danke. Aber Max versteht das nicht, weil er dumm ist, weil er sich alles bringen lässt. Ja, aber du bist gestorben. Ja gut, das ist ja egal. Aber du überlegst, ich musste das Doppelte farmen. Stimmt. Wie, du bist gestorben? Heute schon wieder? Nein, aber gestern, das war ja alles weg. Ja, gestern war alles weg.
Boah, ich hätte fast was auf weggeräumt. So. Kann ja mal. Kurz mal. Eine so eine 16-Kaktus-Ebene macht einen Kaktus die Minute circa, meintest du? Was ist denn. Also, 18 Kakteen machen einen Kaktus die Minute. Mhm. Aber es sind 16, oder? Ja, okay. Also sind das. 0,93 schreibt einer in den Chat. Aber ich weiß nicht, ob das wahr ist. Kann auch Bullshit sein. Wir wollen auch wieder auf die Zahl geraten. Aber, okay, weil das Ding ist, ein Brennvorgang dauert 10 Sekunden. 0,89, also 0,9. Das heißt, um einen Ofen dauerhaft zu befeuern, brauche ich wie viel. Boah, Scheiße. Ich glaube, ich brauche nur 12 Schichten für einen Ofen. Nee, ich brauche weniger. Nein, so wenig auch nicht. Doch, wirklich. Wenn, guck mal, ein Kaktus brennt 10 Sekunden, richtig? Jeder Brennvorgang dauert 10 Sekunden. Das wird ja alles gerade so hässlich gemacht. Das ist unfassbar. 10. Ja, man fällt mittlerweile ganz schön lange. 0,9. Jo. Deaktiviere ich eine Blaze-Rod-Spawner durch Fackeln? Ja. Aber weg von unserer Blaze-Rod-Farmer. Ach ja, heul nicht, Roman, dann gehe ich halt nicht an eure Baum. Ja, muss auch nicht. Wow. Sauber. Wie ging das? 20.40 Uhr, ist ja noch richtig viel Zeit. Geil, wir warten jetzt nur, bis die Stelle das Ding fertig hat, dann geht's ab. Periode 1. Also wir müssen 11 hoch. Sind 1, 2. Also wie Glas, was das kostet, ne? Kann man eine automatische Lava-Farm machen und die mit dem Ofen verbinden? Nein, geht nicht. Wusste ich. Du kannst aber rein theoretisch das, was Sebo gemacht hat, bauen. Warum? Weil du musst dich eine Nacht AFK hinstellen und dann hast du quasi alles voller Lava-Eimer. Weil das, was Sebo macht, ist AFK, die Lava-Eimer auf. Ich muss ganz kurz überlegen, warte mal, wie viel Stacks können 3 Doppelkisten und 4 Hopper fassen? Stacks an was? Kaktus oder Lava? Lava. Ja, also nee, falsch. Wie viele Item-Slots haben. Eine Doppelkiste. Wie viele Stacks passen eine Doppelkiste rein? 54, glaube ich. 54. 54 Items. Items-Slots. Items-Slots, 54. Ja. Ich hasse euch bei dir, ey. 54. Das heißt, 3 Kisten. 3 mal 54. 174. Ich bin total falsch. Wie viel ist es? Ist doch völlig falsch, was ich gesagt habe. Das ist doch mal 3. 162. Plus 4 Hopper. In den Hopper passt immer nochmal 5 rein. Das sind nochmal 20. Das ist echt viel wieder abzubauen, ne, Chat? Du sollst auch gleich noch einen Spawner suchen. 177. Du brauchst einen Farmer, Max, ne? Ja. Spring dir ein. Oh mein Gott, die kannst du direkt schon reinpacken. Ist alles fertig oben. Legende, da kann ich dir bald wieder Matt herstellen. Ja. Also ich habe einen normalen Villager, der kann noch zu einem werden, ne? Also so einen ja, brauchst du. Ja, da ist auch schon Komposter. Ja, genau. Okay. Okay, 180 circa. Und wie lange braucht ein Lava einmal, um wegzubrennen? In 4 Öfen? Wie lange braucht ein Lava einmal, kann 100 Sachen verbrennen und wie lange braucht er dafür? Sekunden einen Eimer. Okay, dann 100. Luca, moin. Ich baue das gerade alles aus dem Kopf. Das baue ich einfach so, wie ich denke, dass es gut aussieht am Ende.